Hallo und herzlich willkommen bei Legend of Anunnaki. Heute begrüße ich als Gast Strohhut. Grüße. Und Gizmo, nee, Cosmo TV. Hallo. Ja, was haben wir heute vor? Wir haben vor, einen Drachen zu killen. Genau. Und zwar, wir haben das zwar schon geschafft, den zu betäuben. Selbst mit Pity funktioniert das, aber wenn man den dann killt, bekommt man irgendwie nichts. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal ohne zu betäuben. Einfach nur so mit Power. Ich bin jetzt bei der Totenkopfinsel da. Immer geradeaus erstmal weiter. Wenn du da drüben bei der anderen Seite bist, musst du ein kleines Stück nach links. Bisschen links halten und dann komme ich dann hoch geflogen. Müsste ich beim Wald dann irgendwo sein. Also ich kann jetzt vielleicht noch immer reinbeißen. Lass es. So, ja, der ist ja gleich. Die Bewusstlosigkeit ist ja gleich weg. Bist du drüben? Bin jetzt am Wald. Okay. In der Nähe von grünen. Okay, alles klar. Also ich komme hoch. Genau, beim grünen Loot, da bin ich. Gut. Da, was sind das? Scheiße. Deutschlandvogel. Badass Argentavis. Das ist eine. Okay, zu Casa jetzt hier runter. Da steht der Feuerdrache. Schön tot machen. Und ich beiß mal in den Badass, zack. Sag mal. Lass den Argentavis in Ruhe. Hast du jetzt den Argentavis getötet? Oh, ich fasse es jetzt nicht. Also. Mensch, den wollte ich haben. So, hast du jetzt irgendwie was in deinem Inventar? Ach, hier ist noch eine Tasche. Ach Mensch, ich wollte den betäuben. Kacke. Was sind jetzt hier? Lederhandschuhe, ganz toll. Primitive Lederhandschuhe. Ja, ich hab nichts bekommen. Nix? Ja. Okay, also hat das jetzt auch wieder nichts gebracht. Okay, dann muss man den mit dem normalen, oder was heißt normalen, dann muss man den anscheinend mit dem Dingens töten. Also 8 Level habe ich gemacht. Direkt. Mit Argentavis. Na gut, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal wieder in die Base. Schade, ich glaube, der Argentavis war gut gewesen. Nee. Ich habe da dreimal reingebissen und der. Das hat den nicht interessiert. Schade. Ja. So. So gut, okay. Dann drauf da. Drauf. Auf. Ich bin nur zum. Du bist natürlich deutlich schneller als ich. Ja, er ist hier mir festgepackt. Yes! Ging doch. Ja, da jetzt? Unten ist die Tasche. Da unten ist die Tasche, warte mal. Ich brenne doch. Nee, das ist Terrorbird. Ja, hier ist noch eine Tasche, wo ich bin. Better Strike? Jawohl, wir haben unsere erste Drachentruppe. Ja, schnell weg jetzt, da hinten ist ein Drache. Da hinten ist ein Drache, Achtung. Weg hier. Weg. Also. Weg hier. Du hast so ein Ding. Ja. Verdirbt das jetzt oder ist das jetzt. Nein, das verdirbt. Ich könnte mal absteigen. Hm? Und dann mal in meinem Argentavis nachgucken. Ganz unten ist es drin. Ja, genau, zeig mal das Ding jetzt. Sauber. Okay, das Ja, wollen wir gleich noch ihn suchen gehen? Weil jetzt können wir nur einen Drachen themen. Na gut, wenn wir jetzt ein Feuer. Wir könnten ja schon einen Drache themen. Kippel haben wir ja noch da. Boah, Gold. Scheiße, ich hab dich gerade voll verbockt. Da brauchst du goldenes Kippel oder was jetzt doch? Ja, man muss dieses Drake Trophy kombinieren mit golden Kippel. Mhm.
Und dann kriegt man eine Drake Tribute. Das heißt, mit diesem Drake Tribute, das ist das Essen von den Badass-Drachen. Okay, also könnten wir jetzt ja rein theoretisch uns dann so ein Poison-Drachen themen. Und Könnten mit wir, dem ja. Poison-Drachen könnten wir uns dann gegen diese ganz stinknormalen Drachen hier wehren. Könnten wir. Also würde ich sagen, erstmal die Base. Oder wollen wir noch gucken, ob wir noch in Feuerdrachen finden? Wir könnten noch mal nach dem Feuerdrachen gucken. Aber nur vorsichtig. Ja. Da der Server gerade voll geleckt hatte, habe ich jetzt das ganze Level-Up, was ich hatte, in mein Leben gepackt. 45.000 Leben habe ich jetzt. Und Also, ein Feuerdragon. wo? Wo? Bei mir direkt vor mir. Wo seid ihr jetzt eigentlich? So, warte, du bist da. Am Ja, ich sehe Wasserfall. ihn. Okay, warte, ich gucke auch schnell nochmal nach dem Level. Der hat jetzt Level 200, das hat eigentlich ganz gut Ich funktioniert. sehe ihn nicht. Und einen Level Giftdrachen haben wir 340. hier. Wir haben einen Giftdrachen hier. Nee, nee, Giftdrache, scheiße. Wenn der uns angreift, haben wir ein Problemchen. Der hat den Level 520. Oh, den müssen wir tämen, ey. Den müsste man eigentlich schon fast themen, ja. Komm, wir versuchen jetzt noch schnell den Feuer. Den lotsen wir ein bisschen weiter hinter. Killen, oder was? Killen, genau. Wo ist denn? Ja, genau. Cosmo ist schon da. Komm, Ja. wir beißen mal rein und gucken, ob Wir wir den ein beißen bisschen mal rein. hinterziehen können. Weg von dem anderen. Genau, jetzt hier hinter. Jawohl. Wer will denn, Wo oder ist er was? denn jetzt? Ja, Hä? jetzt beiß ich mal rein. Los, du Arschloch. Zack. Komm mit. Oh nein, er greift Tsukasa an. Ich bin Tank. Nein, 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 du bist nicht Tank. Tot. Doch, ich bin Tank. Weil Okay. er mir gerade keinen Schaden gezogen hat. Cosmo, du guckst, ich. Ja. Hast du so ein Ding? Ja. Wir haben ihn ja normal mit einem normalen Tier getötet. Jetzt haben wir Jetzt zwei haben wir sichere schon. Teile. Jetzt haben wir zwei solche Ja. Teile, also sprich, wir können jetzt zwei Drachen tämen. Ja, saugend, das machen wir jetzt. Wir tun das jetzt umwandeln und dann. Hier waren 520er, den müssen wir auf jeden Fall holen. Das ist ein Top-Level, ey. Und ich würde sagen, diese Fliegerei leiden wir und wir sehen uns dann gleich wieder. Genau, so machen wir das. Bis dann. Bis gleich. So, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal willkommen zurück. Wir haben jetzt hier die ganzen Drachentrophäen auf jeden Fall schon mal reingetan, genauso mit den Kibbeln, goldene Kibbel, und wir können jetzt zwei Drakes Trophäe machen. Genau, würde ich sagen, Cosmo, machst du das erste, ich mach's zweite. Ja. Und dann geht's ab. Mit was machen wir das jetzt eigentlich? Mit dem Kippel, wir tun die einfach nur betäuben. Und dann tun wir die Drachen einfach nur mit ihnen zum Kippel und dann hat sich die Sache, oder wie? Genau. Okay, also müssen wir jetzt wieder mit irgendwas rüberfliegen, wo wir betäuben. Tsukasa, zieh dir mal was an. Hast du deinen schon hergestellt? Nein. Nee, nee. Dann Du? stell mal her. Okay, dann Der machen wir mal. Tsukasa rennt hier nackt herum. Ja, ich suche hier was zum Futtern. Also. Der Futtern ist in der Küche. Wo ist die Küche? Folgen Sie mir unauffällig. So, dann machen wir gleich mal ein Gift-PD fertig. Ah, hier. Genau, und wir hatten ja den 520er ja noch gesehen. Ja. Den würde ich sagen, der wäre nicht schlecht für den Anfang. War das ein Gift-Agentavis? Gift-Drake. Ja. Okay. Jo. Okay. Ja, ich Gut. muss mir erstmal hier wieder mal mich was anziehen, sonst beschweren sich hier einige Leute. Okay, während sich Tsukasa anzieht und wir dann langsam rüberfliegen. Nee, was ist das für ein Quatsch? Nee, falsch. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns dann wieder drüben sehen. Weil das Fliegen, das dauert halt doch eine Weile. Genau. Dann bis gleich. Ja, Bis tut gleich. es. Jo, und da sind wir So. wieder. Ja. Da ist unser 520er. Müssen wir aufpassen. Ihr schwirrt schon wieder ein richtiger Drache rum. Also wir versuchen den jetzt mit Rollen, mit der Rollattacke irgendwie zu tämen.
Boah, 6000 Schaden, ey, leck mich da. Boah. Meiner schläft gleich ein. Ich muss aufpassen. Echt? Ja. Wo kannst du nicht noch irgendwie reinfliegen in den Traum? Doch, kann ich. Dann flieg rein. Mit Rolle. Und dann weg. Und dann weg wieder mit Rolle. Ich muss jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich getroffen habe. Du hast getroffen. Ja, er liegt. Sehr schön. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Dann hat man wieder die Orientierung verloren. Okay. Okay, willst du es machen oder? Mach du. Also reinlegen und Benutzung erzwingen. Ja. Also, wir legen jetzt einfach mal das Robot rein. Zack. Seid ihr im blauen. Ja, wir haben unseren ersten Badass Giftdrachen, Leute. Jawohl. Oh, Level? Oh, 780. 780. Leckt mich doch am Arsch. Schnell weg hier. Da hinten war nämlich noch ein richtiger Drache. Wir müssen schnell weg, ey. Ich hab euch verloren. Hast du deinen Vogel wenigstens? Du hast jetzt deinen Vogel wieder gefunden. Ja, dann bin ich zu euch rübergeflogen. Ja, du hast nichts dabei, oder was? Nö. Dann hol den doch. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Jetzt Cosmo wieder. Kann dir ja helfen, aber ich bring jetzt erstmal den Drachen in Sicherheit. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger. Ja. Wir haben unseren ersten Badass-Drachen, Leute. So, wenn wir den schön leveln, dann können uns die anderen Drachen nämlich mal am Arsch lecken. Ja. Na, ist so. Die gehen in der Sofen Kekse, die waren dann einfach betäubt und kalt gemacht. Also ich suche jetzt noch nach einem zweiten Badass-Drachen. Ja, such gleich mal. Oh. Hallo, Sabertooth. Da. Aber das war eine gute Taktik. Das war echt eine verdammt gute Taktik. Hat gut funktioniert. Ja. Zuerst ich drauf. Warten bis der mir folgt. Ja, und dann du drauf. Genau, und der hat mich auch nicht immer erwischt. Ja. Und drüben schwebt nämlich der andere Drache, der uns schon die ganze Zeit auf den Keks geht. Roter Argentavis. Okay. Hast du ein Fernrohr dabei? Nein. Oh. Der fliegt mit dem Drachen ins Innere, Landinnere. Okay. Mit Wasser einem? Mit dem richtigen, oder wie? Mit dem richtigen. Ach du Scheiße. Boah, der Drache braucht Speed, ey. Ja, hier irgendwo einen. Den muss ich dann erstmal auf Passiv stellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, keine Ahnung, wo mein Vogel wieder ist. Wurde von irgendwas Weißes immer angegriffen. Wo könnte hier noch einer sein? Ah, das ist ein scheiß Wiefern, lass mich in Ruhe. Wir hatten, glaube ich, zwei Drachen gesehen, zwei Päusen. Ja. Aber da drüben ist es ja gerade mit den richtigen Drachen gerade ein bisschen krass, ey. Ja, das ist brutal übertrieben. Ja. Level 780, sauber, hey. Wir dürfen nur den Damage nicht total übertreiben, sonst kannst du damit nämlich nicht mehr themen, sondern das alles nur noch killen. Also wo ich das erste Mal Anunnaki gespielt habe, habe ich den Fehler gemacht. Der Drache war dann Level 1000 oder was weiß ich und ja, ich habe alles nur noch gekillt, anstatt irgendwie was zu betäuben. Okay. Ja, das geht. Was wollen wir denn eigentlich mit dem dann betäuben? Eigentlich nur die großen Drachen, ne? Dann sind wir ja eigentlich... Dafür ist der jetzt eigentlich gut. Ja, aber damit ist das noch lange nicht zu Ende. Wir haben dann noch die ganzen Waden, die wir noch platt machen wollen. Und mit den ganzen Waden wollen wir dann... Also mit der Belohnung von den Waden wollen wir dann nach dem richtigen, also nach dem Endboss gucken. So gesehen. Ja, wo soll der überhaupt sein? Weil ich habe da noch keinen gesehen. Ja. Das ist die Frage, wa? Ja.
Irgendwas ist hier noch. Ich höre Geflattere. Aber ich weiß nicht wo. Müsste doch dann eigentlich reichen, wenn wir zwei gute Poison-Drachen haben, um uns dann die Wimpern zu holen, oder? Hier ist noch ein Täuscher, weil ich sehe nicht, was für ein Level unten. Denk dran, wir müssen aber auch erst noch einen töten. Ja, stimmt, Nee, wir du hast müssen doch einen. noch. Nein, wir müssen. Oh. Hör mal doch zu. Jo. Oder lass mich ausreden. Wir müssen einen richtigen Drachen erst auch wieder töten. Ach so, um das Ding zu kriegen von dem dann. Genau. Ach Also so, ich habe hier. dafür braucht man natürlich dann Scheißdrick. Ja, Wieder ja. um normale Tiere und nichts mit betäuben, Das, weil das hat ja. deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich einen Feuerdrache mitnehme. Ach, Wäre das was? Scheiße. Wäre das was? Ja, vom Level hoch ist, dann ja. Warte mal, da ist ein Giftagentar, was? Ich gucke mir mal den Level. Wo ist der jetzt hin? Was geht das wieder? Warum muss man denn neuerdings auf dem Vogel sitzen, um zu pfeifen? Bin ich blöd? Oh. Feiner Drache. Also der hat nur 300, ja, das lohnt sich nicht. Wurst. Weil dann gucke ich jetzt mal nach dem Gift, nach dem Feuertragen, weil dann können wir damit einen richtigen Drachen töten. Wenn du den Levelst, dann leck mich doch am Arsch. Hatte Weiß Gesundheit von nicht. eh 60.000, immer gedrückt 150.000. Okay, 200, 250 ist zu low. 200.000 Gesundheit. Scheiße. Einen schönen hohen Achso, ich wollte Leveling. dich doch passiv stellen. Dass du mal einen Ausflipper kriegst hier. Ja, wo ist der Feuer jetzt? Neutral, passiv. So. Quatsch. So, lernen muss ich so auch schon mal. 100 Oh. und Oh, Fire 125. Dragon. 165 ist das low. Jetzt brauche ich den Drake-Sattel da dafür, wa? Für das dichte Vieh hier. Richtig, also nicht wie von Sattel, sondern Drake. Kann das sein, dass wir irgendwie erst ab Level 100 auch den Wyvern reiten können? Ja. Ja, auch noch. Ja. Für was Wo brauchen wir denn bist du? überhaupt die Anunnaki Forge? Die haben wir doch schon hergestellt. Ach so. Forge, So, die Forge da. Ist das irgendwas Besonderes, oder? ja, da geht das Metall ziemlich schnell. Da Ach schneller so. als mit einer richtigen Forge. Deutlich schneller. Ich dachte schon, da muss man wieder irgendwelchen Scheißdreck herstellen. Nee. Ah, okay. Ja Okay. toll, ich finde jetzt natürlich kein Feuerdingens mehr. Also keinen richtigen mit dem richtigen Level. Zwei habe ich zwei gefunden, aber die waren viel zu low. Ein lilaner mit Hut. Ein T-Rex mit lilanen Schwarzer mit Hut, der Scheiße. Verpiss Achso, dich, geh so. da weg, geh da weg, das ist ein Waben. Das Riesenvieh. Das sieht aber geil aus. Das ist ein Waben, den können wir nicht tamen, den müssen wir töten. Aber Aber. geil aus. Ja. Ich sehe schon, komm, gleich zu Casa tot. Wie wieder rot? So, ich mach gerade einen Sattel. Los, ich will eine Runde fliegen. Los geht's. Ich brauche immer noch einen Feuerdrachen. Wow, da ist er. Ja, da ist er. Stimmt, da vorne ist er. Ich sehe ihn auch, ja. Nee, das ist ein Giga mit dem Hut. Das ist auch wieder ein Giga-Waden hier. Das ist ein Giga, okay. Ja. Und noch ein geilen Gift-Drake. 555. Nee, echt jetzt? Nochmal so ein hoher. Ja. Jetzt soll ich mit meinem Drachen rüberkommen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, der ist halt arschlangsam, ne? Das könnte jetzt mehrere Stunden dauern. Oh. Okay. Also, wir sollten auf jeden Fall erstmal einen clean Cut machen. Auf jeden Fall muss ich immer in zwei, drei Viecher reinbeißen, dass ich vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit leveln kann, wenigstens. Weil, wenn mich dann richtiger Drache angreift, na, was ist denn hier? Sieht geil aus, wa? Ja,
Kann das sein, dass mein Drache überhaupt keinen Schaden macht? Wollen die mich jetzt hier verarschen? Ich beiß hier in den Vieh rein. Ja, du musst erst ein bisschen, Dings gehen. Ich mach 300 Schaden. Du musst erst ein bisschen in Dingen skillen. In, sag's mir. Au, au, au. In Nahkampf, Warten. Weil sonst kriegst du mir nicht keinen Drachenrunde. Ich krieg ja überhaupt nicht, ne? Nein. Also ich geh mal auf den 550er los. Ach du lieber Himmel. Kasa, gehst du auch drauf? Ja, ich komm wenn wieder. Wenn er mir hinterher fliegt. Wäre nicht schlecht. Ach du lieber Himmel. Der macht ja fast überhaupt keinen Schaden. Mit Rolle am besten. Bis Strand vorbei. Und nicht über dem Wasser bitte, weil sonst versinkt er. Oh nein, 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 nein. Guck, dass du. Geh weg, geh weg, geh weg. Guck, dass du wegkommst. Ja, das war zu viel. Weil du musst erst gucken, dass deine Turbo wieder runtergeht. Was haben wir denn hier noch ein Bär? Haut der ab? Der haut ab? Nee, haut er nicht. Schläft der oder was? Ist ja nicht. Oh oh, und ich bin gleich am Einschlafen, fuck! Das war's. Ja, und wolltest genau. Doch warten? Ich bin gerade ein bisschen am Leveln, das sieht schon besser aus. Also der fliegt relativ flott. Und ich lande im Wasser, glaube ich, ganz unten. Oh nein, das heißt, ich versaufe und da ist noch eine Drake Trophy drin. Ich bin auch im Wasser. Hat mich ja nicht mal richtig berührt. Immer geht noch. So, und jetzt. Jo, ich bin tot. Was war das jetzt? Ach so, scheiße, brauche ich jetzt gar nicht rüberkommen. Doch, unsere Tiere einsammeln. Die sind weg. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, das Problem ist, dass jetzt der Dings weg ist. Ja. Naja, hättest du mal den Dings getämt, dann hätten wir jetzt noch das, na weh schon. Das Scheißding zum Zähmen war. Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Scheiße. Naja, wisst ihr, wo ihr in etwa gestorben seid? Müsst ihr mal dahin? Oder seid ihr ins Wasser gefallen? Ich bin ins Wasser gefallen. Wir sind ins Wasser rein. Ja, ihr hättet doch können auch warten. Ich bin da gerade ein bisschen den Drachen am Leveln. Sieht doch schon ganz gut aus, jetzt hätte ich können rüberkommen. Dann flieg jetzt mal rüber und holen wir mal die beiden Paddies. Jetzt könnt ihr das selber machen. Bin schon dabei. Nee, ich kann's nicht. Das ich ersaufe. Weil das könnt ihr ja selber machen, weil ihr wacht ja wieder auf und könnt euch einen schnellen Vogel nehmen. Nee, ich kann's nicht, ich bin am Arsch der Welt. Hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leutchen. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal die Folge beenden. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Oder? Jo. Jo, bis dahin. Ciao. Tschö. Tschö.